Ein Blatt Papier, vor mehr als 35 Jahren erstellt, mit einer Schreibmaschine wahrscheinlich geschrieben, hat einen Riesensturm begründet in Bayern und auch in der Bundesrepublik, weil darin sehr befremdliche und schreckliche Dinge aufgelistet sind. Bekannt als das Flugblatt Aiwanger. Darüber rede ich gleich. Herzlich willkommen bei Glück, Kanzlei für Strafrecht. Mein Name ist Christina Glück, ich bin Strafverteidigerin und Gründerin. Die Süddeutsche Zeitung und die Medien haben ein Stück Papier ausgegraben und veröffentlicht, das sich jetzt Flugblatt nennt, das mindestens 35 Jahre alt ist und einiges an Inhalt bringt, wo man sagen kann, das ist schon sehr nah an nationalsozialistischem Gedankengut. Grundsätzlich sagte man ursprünglich, dieses Blatt hätte Hubert Aiwanger verfasst. Dann ist aber sein Bruder Helmut in die Öffentlichkeit getreten und hat gesagt, nein, das war er. Auffällig ist an diesem Blatt, das ich mit Sicherheit niemals veröffentlichen würde, was aber sehr viele aufgenommen haben und überall veröffentlicht haben, das Datum. Nämlich ist es eine Teilnahme an einem Wettbewerb und Abschlussdatum für die Teilnahme, Bewerbung oder die Ausarbeitungen ist der 1.1.88. Nun, wir wissen ja, dass die 1 für A steht und die 8 für H. Da ist schon der erste Hinweis auf nationalsozialistisches Gedankengut gegeben. Was dann folgt, es gibt sicherlich eine Art von Humor, gerade von Pubertierenden. Ich bin jetzt mal nicht gendergerecht, vor allen Dingen Jungs oder auch im Britischen, die einen viel krasseren Humor haben, als wir Deutsche uns das vorstellen können. Aber die Grenze des Humors ist in diesem Flugblatt sicherlich überschritten, weil Gräueltaten, Verbrechen gegen die Menschlichkeit in diesem Flugblatt verharmlost werden, ins Lächerliche gezogen werden, was einfach angesichts dessen, was in unserer Vergangenheit passiert ist, nicht angemessen ist. Und ich komme gleich dazu, sicherlich auch unter den Bereich der ein oder anderen Strafnorm fallen würde. Nun, das Ganze ist mindestens 35 Jahre her und beide Brüder Aiwanger waren damals 17 oder 18 Jahre alt. Das heißt, das wäre ein Verfahren nach dem Jugendstrafrecht gewesen. Es hätte eine Ahndung gegeben, einen Aufsatz schreiben oder ein paar soziale Hilfsdienste ableisten. Das Ganze wäre dann aber spätestens mit dem 24. Geburtstag gelöscht gewesen und heute sicherlich nicht mehr verfolgbar. Man fragt sich schon, wieso jemand sowas ausgräbt. Möglicherweise ist es ja Wahlkampf, aber darüber möchte ich heute nicht reden. Ich möchte über den Inhalt dieses Flugblattes reden und die Frage: Ist das strafbar? Ich habe schon mal über ihn geredet, der Paragraph 130 Strafgesetzbuch, die Volksverhetzung. Sicherlich ist das, was in diesem Blatt steht, an der Grenze zur Volksverhetzung. Denn es wird angedroht, dass Vaterlandsverräter quasi ermordet werden, in Konzentrationslager gesperrt werden, vergast werden. Das ist natürlich nicht mehr objektiv als Humor zu sehen, das ist tatsächlich objektiv eine Strafbarkeit. Wir haben hier eine Strafbarkeit, wohlgemerkt damaliges Gesetz von 3 Monaten bis zu 5 Jahren, allerdings nicht im Jugendstrafrecht, da haben wir ja die Erziehung. Wenn so ein Flugblatt dann aber verteilt wird und Wirkung auf andere hat, das heißt, das Gedankengut, das in diesem Flugblatt beinhaltet ist, auf andere überspringt und sich mehr oder sogar viele zu diesem Gedankengut bekennen, dann könnte man möglicherweise sogar an eine Anleitung zu Straftaten denken nach § 130a Strafgesetzbuch, wenn nämlich andere denken, oh, das schreiben wir auch mal oder wir schreiben es krasser, denken wir an die heutige Zeit, wenn sowas mal gepostet worden wäre und dann Tausende meinen, sie müssten es noch besser posten und feilen und besser machen. Dann hätten wir diese Straftat auch noch, wir wären aber immer noch in dem Bereich von Geldstrafe oder maximal 3 Jahre Freiheitsstrafe. Wenn man nun aber so weit kommt, dass Leute aufmarschieren, Demonstrationen gibt, dass es vielleicht sogar Gewalttaten gibt, dann wird es schon ein bisschen gefährlicher. Und genau darauf möchte ich auch hinweisen, dass der Nationalsozialismus sich ja nicht innerhalb von einer Nacht entwickelt hat oder mit der Wahl Hitlers zum Kanzler, sondern viele, viele Jahre vorher aus der Geschichte möglicherweise begründbar. Aber das geht nicht von heute auf morgen. Und den Blickwinkel möchte ich hier auch an dieser Stelle mal erwähnen.
Wenn es also dazu kommt, dass andere so weit gehen, dass sie sich auch auf die Straße begeben, dann haben wir möglicherweise sogar die Störung des öffentlichen Friedens und das wäre der Paragraph 126 Strafgesetzbuch. Wir sind aber immer noch im Bereich Geldstrafe oder Freiheitsstrafe. Das heißt, der schwerste Strafvorwurf 130 Strafgesetzbuch, der damals auch in der Form galt, war damals auch schon sehr hoch geahndet. Nun könnte man auch noch überlegen, das Verbreiten von Propagandamitteln verfassungsfeindlicher Organisationen, 86 Strafgesetzbuch, ist natürlich ein bisschen schwierig, weil wir haben in diesem Flugblatt jetzt nicht direkte Hinweise auf irgendwelche Zeichen oder verbotene Zeichen und Ziffern. Die 1188 ist ja nicht verboten, deswegen wird sie auch so gerne verwendet. Das heißt, aus strafrechtlicher Sicht wäre dieses Flugblatt heute sicherlich auch für den Urheber strafbar, wenn er es weitergibt. Es ist aber auch so, es ist vor 35 Jahren oder 36 Jahren geschrieben worden, es ist heute völlig uninteressant. Schlimmer wird es, wenn in der heutigen Zeit sich andere durch dieses Flugblatt animiert fühlen, in die gleiche Richtung zu stoßen und zu sagen, ja, das ist doch richtig, genau, das muss man noch viel härter formulieren. Wir wissen, es gibt nationalsozialistische Tendenzen in den Köpfen mancher Bevölkerungsteile und es gibt Leute, die sich dieser Idee hingezogen fühlen, die aber dann eben Straftaten begehen, die zumindest noch in unserem Staat auch verfolgt werden. Und da muss ich sagen, sie werden sehr hart verfolgt bei Erwachsenen. Selbst der Bereich nationalsozialistische verherrlichende Bilder auf einem Mobiltelefon führt zu Strafen, die in ein Führungszeugnis eingetragen werden. Es ist fast unmöglich, hier eine Einstellung zu erwirken oder eine Geldstrafe von 90 Tagessätzen, der eine Vorahndung wäre und nicht im Führungszeugnis sein könnte. Deshalb wegen strafrechtlicher Sicht ganz gefährlich, derartiges zu liken, derartiges zu verbreiten oder noch viel schlimmer zu verfassen und dann zu veröffentlichen. Wenn euch das interessiert und ihr vielleicht anderer Meinung seid, wenn ihr diskutieren wollt und auch kontrovers diskutieren wollt, dann freuen wir uns darauf, auf jeden Kommentar. Bitte freundlich, wir bleiben objektiv und wir freuen uns über jedes Like und über jeden neuen Abonnenten.